Abend, mein Schatz. Na, bist du schon müde? Nein, ganz im Gegenteil. Ich bin putzmunter. Ich will doch wissen, ob Dragonina Nohomir was angetan hat oder nicht. Na, das hätte ich mir auch denken können. Dann erzähle ich dir die Geschichte mal weiter. Oh ja, prima. Ich konnte nämlich den ganzen Tag schon an nichts mehr anderes denken. Aber Oma, weißt du, was toll wäre? Wenn Nohomir und Dragonina Freunde werden würden. Sag mal, kannst du etwa Gedanken lesen? Obwohl, ich will ja nicht zu viel verraten, nicht wahr? Erzähl doch jetzt einfach die Geschichte weiter. Na gut, wenn du so gierig danach bist, erzähle ich jetzt weiter, damit du endlich deinen Willen kriegst. Na endlich! Nohomir und Dragonina sahen sich beide mit großen, runden, kornblumenblauen Augen an. Dragonina machte rasch einen Schritt zurück. Da machte Nohomir einen Satz zurück. Er hatte große Angst, dass die Drachen ihm etwas antun würde. Hastig suchte er nach einem Fluchtweg. Doch schnell wurde ihm klar, dass es keinen für ihn gab. Er sah Dragonina noch tiefer in die Augen und ihm fiel auf, dass sie gar kein bedrohliches Ungeheuer war, wie er vermutet hatte. Dann nahm er seinen ganzen Mut zusammen und streckte vorsichtig seine geöffnete Hand nach Dragonina aus. Sie beschnupperte diese und ließ es zu, dass er sie berühren und kraulen konnte. Wohlig schnurrte sie. Na sowas, du bist ja ganz lieb und zahm. Ich glaube, das ist der Beginn einer ewigen Freundschaft. Deine Augen erinnern mich an wen? Ich meine, dass ich hier sie schon mal gesehen habe. Ja, du hast dieselben Augen wie meine Mutter. Leider ist sie schon lange tot. Da war ich noch sehr klein. Ach ja, ich heiße übrigens Nohomir. Kannst du eigentlich reden? Scheinbar wird es bei dir nicht allzu leicht mit dem Reden werden. Aber das macht nichts. Die Sprache der Freundschaft kennt keine Grenzen und braucht keine Worte. Du hast hier aber ein großes Zuhause. Das Zuhause von mir und meinem Vater ist nicht so groß wie deine Höhle. Ich bin wirklich froh, dass ich dich jetzt kennengelernt habe. Denn, weißt du, eigentlich habe ich noch keinen richtigen Freund. Die anderen Kinder bei mir in der Nachbarschaft verstehen nicht, warum ich immer meinem Vater auf dem Feld helfen muss, wenn sie spielen. Aber mein Vater schafft das halt nicht mehr alles alleine. Dann muss ich ihm doch helfen. Die Wochen vergingen und die beiden wurden gute Freunde. Nohomir besuchte sie fast täglich und Dragonina folgte seinen Erzählungen immer mit großer Aufmerksamkeit. Sie mochte den Klang seiner Stimme. Allmählich begriff sie einzelne Sätze. Sie begann selbst wie ein Mensch zu sprechen, indem sie, wenn sie alleine war, sehr viel übte. Und dann geschah eines Tages etwas Besonderes. Guten Morgen. Guten Morgen.
Da brat mir doch einer einen Storch. Hast du etwa gerade Guten Morgen gesagt? Ja, das habe ich, Nohomil. Ich bin noch nicht perfekt in Menschensprache, aber ich lerne viel. Weil ich kann besser oder vielleicht auch perfekt. Das ist ja spitze. Dann können wir uns ja jetzt richtig unterhalten. Und jetzt kannst du mir auch mal endlich deinen Namen verraten. Mein Name seien Dragonina Esmeraldina. Ein schöner Name. Das seien Drachensprache und hat Bedeutung Drachin, die ist wie Edelsteinchen. Das ist ja interessant. Aber nenne mich einfach nur Dragonina. Ich bestehe drauf. Also gut, Dragonina. Weißt du, als ich noch klein war, hat mir meine Oma oft Geschichten über euch Menschen erzählt. Geschichten? Was denn für Geschichten? Erzähl mal, waren sie spannend? Oh ja, spannend waren sie auf jeden Fall. So vergingen wieder weitere Wochen und bald konnte Dragonina auch fehlerfrei die Menschensprache sprechen. Eines Tages hatte Nohomil jedoch eine schlimme Vorahnung. Er ging gerade von Dragonina nach Hause, als er merkte, dass es seinem Vater wohl nicht so gut ging. Er beeilte sich, schnell wieder zu Hause zu sein. Als er im Haus angekommen war, wurde seine schlimme Vorahnung immer stärker. Eine eisige Stille hatte sich um das Haus gelegt. Dann fand er seinen Vater im Garten liegend. Sein Krankheitszustand hatte ihn dahingerafft. Er war gestorben. Vater? Vater! Bitte steh auf! Du kannst doch nicht einfach so da liegen. Die Wiese ist doch viel zu kalt. Bitte tu mir das nicht an. Ich brauche dich doch noch. Du kannst doch jetzt noch nicht tot sein. Was soll ich denn nur ohne dich machen? Ich hab dich doch so lieb. Ich habe doch schon Mutter verloren. Bitte wach auf. Nun gab es für Nohomil nur noch Dragonina. Kurz nachdem er dem Pfarrer gesagt hatte, dass sein Vater gestorben war und im Garten lag, lief er wieder zur Drachenhöhle und klagte Dragonina sein Leid. Nanu, Nohomil, was machst du denn schon wieder hier? Es ist doch schon spät. Ich wusste nicht, zu wem ich sonst hätte gehen sollen. Mein Vater ist tot. Jetzt habe ich nur noch dich. Ach, Dragonina, ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Ich weiß, wie groß dein Schmerz ist. Ich kenne das Gefühl, wenn man jemanden verliert, den man liebt. Aber wie du schon sagtest, ich bin ja bei dir. Und gemeinsam werden wir diese schwere Zeit schon durchstehen. Wenn du magst, kannst du auch erstmal bei mir bleiben, solange du willst. Danke, Dragonina. Gut, dass ich dich habe. Und entschuldige bitte, ich wollte nicht, dass du siehst, wie ich weine. Wo ist denn da das Problem? Ist doch alles gut. Wein befreit. Ich hab dich lieb, Dragonina. Ich dich auch, Nohomil. Ich dich auch. So blieb Nohomil viele Monate ununterbrochen bei Dragonina. Kurz nachdem er im Frühjahr 12 Jahre alt geworden war, zogen ihn wieder die Häuser der Menschen zu sich. Außerdem musste er sich jetzt langsam mal nach einer Arbeit umsehen. So kam es, dass Nohomil gerade an diesem Tag, als er zurück zu den Menschen ging, Bauer Bog über den Weg lief. Ja, hallo Nohomil, wie geht es dir? Hab dich ja schon lange nicht mehr gesehen. Ach übrigens, herzliches Beileid wegen deinem Vater. Das ist ja jetzt auch schon wieder einige Monate her. Wo wohnst du jetzt eigentlich? Ja, danke. Zurzeit wohne ich bei einer guten Freundin. Ah, das ist auch gut. Und was machst du so beruflich? Zurzeit habe ich leider keine Arbeit. Deswegen bin ich ja wieder in die Stadt gekommen, weil ich nach Arbeit suche. Und außerdem hätte ich auch gerne eine Bleibe. Meiner Freundin möchte ich nicht mehr auf der Tasche legen, wenn Sie verstehen, Bauer Bog. Ich glaube, da kommt mir eine Idee. Ich habe zwar schon 4 Kinder, also Bogdan, Karel,
Milian und Marie, die Süße. Aber einen arbeitswilligen Knecht kann ich immer auf meinem Hof gebrauchen. Und du würdest auch eine eigene Kammer bei mir bekommen. Sie ist zwar eng und fensterlos, aber die könntest du haben. Was? Ich dürfte bei Ihnen auf dem Hof als Knecht arbeiten? Das wäre toll. Na, hervorragend. Und morgen kannst du zu mir und meiner Familie auf den Hof ziehen. Danke, Bauer Bog. Kühe treiben und Schweine füttern habe ich zwar noch nie gemacht, aber ich bin sehr schnell im Lernen.